Größe. Von der, da kommt was rum. Da lasse ich ja was präparieren. Das ist weich, das ist weich. Ja. Aber wichtig ist die Kopfgröße, ne? Ja, das ist gut. Das können wir variieren. Das ist ja geil. Ja, ja. Guck mal, da kommt ein Stirnband, was da eingearbeitet wird. Hey. Deine Privatkammer? Thomas? Ja. Den Transatz nicht mehr, dieses schöne mit dem Autohaar. Weil ich mich ja nur jedes Mal dran verletzt, wenn ich da hin und her renne. Kannst du das absägen? Aber ich sag dir, aus dem Grunde, weil ich wollte ein bisschen noch auf Holz gehen. Der alte, der war völlig verarscht. Ich hab zwei Argumente für mich. Der andere, der war immer ganz schlecht zu transportieren. Ja, aber da war alles im Arsch. Aber der war wunderbar. Der sollte es ja wieder sein. Auf den kannst du komplett verzichten. Aber so ein richtig auseinander. Wieder. Und sag mir wahrscheinlich, ich weiß, wo soll ich das sein. Ich weiß auch, wo ich ja, aber das, nee, das geht nicht. Das ist zu eng. Guck mal, ich kann, wo soll ich denn da hin? Wo soll ich da hingehen? Da hingehen mit der Torte, ich muss agieren. Das andere Mal war hier an der Seite, so weit, das war ganz offen. Ich konnte mich bewegen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Dann holst du dich den anderen. Ja, klar, der ist nicht. Der ist nicht gut. Aber die Lampe ist klasse. Die Lampe ist gut. Ja. Die Torte ist der Hammer. Die Torte, ne? Ja. Oh, lass sie nochmal abfahren. Geh mal hin, Thomas. Ja, genau. Da ist noch Teller drin. Teller drin. Wir probieren es mal. Ich bin aber an. Ein Zufall des Weges hat vorbei. Musikagent. Verraten unterwegs war, und zwar zu Dezember. Kurz zuvor gestohlen hat. Naja. Ja. Bringt das Klasse mit. Ja, so gut. Das hat was. Das wurde leicht verzögert, also man sieht ja jetzt wirklich richtig. Aber du musst davon ausgehen. Also dieser Mechanismus ist dann leicht wieder einzuhaken, ja? Also nicht, dass ich das Ding dann vor dem Arm habe. Und das was? Werden wir jetzt sehen. Wenn wir es machen, machen wir es da, weil zentral da machen wir es tot, dann steht das alles im Wege. Da stört es wirklich nicht, die Kamera. Ja, sehr gut. Gut. Hier sind, da macht sie sowas. Sowas. Und dann kommt wieder. Dann kannst du mal hören. Steht draußen am Balkon, voller Hollerin, 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 voller Holler
hier ist mein Joystick. Möchtest du gerne mit mir Computer spielen? Oh yes, upgrades. Oh ja, auf geht's. Kenny, Kenny, ich bin's da. Sie. Stecker der weißen Mitte. Schon alle Vögel, alle. Beim Wandern kriegt der Müller los. Heitschi, Bums, Peitschi, Hallo. Lang? Ja, das dann machen wir ein kleines. Okay. Aber wir müssen wirklich überlegen, wie wir von pünktlich dahin kommen wollen. Das ist ja eine ziemlich blöde Stelle. Okay. Zahnbürste! Was ist das? Eine Lachmöwe, ist doch logisch. Was ist das? Falscher Hase! Jetzt singe ich das kleine Liedchen für unseren Hund. Wenn man's lieb im Arme hält, das Hündchen ganz zufrieden bellt. Wenn man ihm ans Röhrchen krault, das Hündchen ganz zufrieden jault. Wie wohlig ist das jault. Wenn man ihm ins Näschen piekt, könnt ihr hören, wie es quiekt. Wenn man ihm den Schwanz verdreht, hört nur, wie das Hündchen fleht. Tritt man ihm den Hintern rein, fängt der Kleine an zu schreien. Doch macht der kleine Schreier Schnapp, dann schneiden wir ihm die Haare etwas kürzer. Meine Freundschaft recht. Hört uns nach, uns wird schon schlecht. So nicht mehr. Ich möchte gern einer von euch sein. Das ist uns doch scheißegal. Aber es kommt ja auch sehr. Wie findet ihr mich als Flötist? Halt dein Maul, du dummes Schwein!
oder? Von vorne kommt mehr. Okay. Das war jetzt Kaktus, das war jetzt nicht die Spucks und Rabe. Gerade in der Pause beim Otto-Konzert, Generalprobe in Rendsburg. Shepherd.
Irgendwie wird das Bild nicht scharf. Ich schwamm hinter uns einen armlosen Kohlkopf in Schienen, Alter.
Ding steht so bequem. Hinzu kommt ein Schuss Curry. Zum Beispiel die Kamera so ganz nah auf sie zufährt, und das werden sie ganz groß in ihrem Gesicht, ganz groß im Bild sehen, dass man jeden Pickel sieht und jede Spalte und jedes Nasenhaar. Wenn sie das merken, dann seien sie ganz locker. Das hört ein zufälliges Wesen vorbeifahrender Musikagent, der mit seinem roten Ferrari unterwegs war. Und zwar ein Ferrari, den dieser Musikagent kurz zuvor gestohlen hat. Könnt ihr mal den Kuckuck hören? Aha! 3, den einen hab ich mitgebracht, da waren es nur noch 2. Hey, 2 kleine Ottenbeinchen, zeigt mein bestes Stück. Der eine fiel sofort tot um, und einer blieb zurück. Achtung, auf das ein kleiner Ottifant, der war jetzt ganz alleine. Ein Glück, dass man jetzt klonen kann. Da war es wieder. Na, na! Ja! Kuckuck! Dankeschön! Kurze Pause! Die Professionellen. Also da rein, rechts und dann Thank you.
auch schon mein neues Zeug dabei für eher zum Duschen sein. Ja, mein Schatz. Ja, aber wie? Ich glaub's ja nicht. Wenn jetzt hier wieder kommen, was? Jetzt müssen wir ja gleich hoch. Ach, Quatsch, ist am besten. Ja, ich komme noch raus. Ja. Das sind Frauen-Porsche. Wirklich? Musst du Jackie erzählen, dann freut er sich. Wollt ihr doch mal den Schlüssel? Habt ihr es in eurem Namen? Ich muss sagen, dass ich mir das erste Mal in Ohnmacht gefallen bin. Muss ich das sagen? Ja, wenn ich eine Erinnerung mache. Okay. Wir können das ja nochmal nachspielen. Nee. Du bist vorhin ohnmächtig geworden. Du hast dich den Finger geschnitten, ne? Ja. Ja, nicht so schlimm. Ah ja. Verstehe ich auch nicht. Irgendwie ist hier kein Wort von Otto dran, ne? Oder? Hier ist irgendwie kein Wort von Barnes dran. Nimm mal einen Teller. Nimm mal den Teller da, so einen tiefen bitte. Und dann vorsichtig mit deinen Händen. Oh, schön. Das ist ein Teller-Pudding. Boah, hausgemachter. Guten Appetit. Zucker pur. Nee, ach, das kann man so und so sehen. Könnte ich da die beiden Pfannen hier auch gleich haben? Ja. Dankeschön. Kannst gerne auch was, ne, Papa? Schokopudding für Otto und Nadine, ne? Also Nadine, die Dame aus der Probe gleich, ja. Aber ich kann davon nicht alles aufessen. Nee, du musst dir die Mütze aufsetzen. Trotzdem mal laufen lassen. Nee, ist auch nicht scharf. Thank you.
Okay. Kann man auch nochmal checken? Wahrscheinlich keine Torte. Danke. Warum hat Geld was dazu? Schicke Bluse haben Sie an. Gibt's da auch mehrere Größe? Du bist so im Dunkeln, du musst dich mal ins Licht stellen. Ich habe auch meine Kamera dabei, weißt du das? Ja, so ist das doch wunderbar. Wie lange bleibst du jetzt dabei, Tom? Bis zum Ende. Bis zum Ende, ah ja. Cool. Weil der andere jetzt nach Amerika. Mhm. Stichwort ist nicht nur Kai Pirinha, sondern Kai Pflaume. Du bist ja auf einer Gästeliste drauf. Dann kommst du. Ach so, wunderbar. Okay, warte mal, wie machen wir das dann jetzt? Du brauchst ja noch. Von zwei Nacken. Ich habe in jeder Oper bin ich gewesen und habe natürlich die beste Tänzerin gesucht und habe sie gefunden und habe sie engagiert. Leider hat sie abgesagt und dafür ist sie da, Nadja Szynicki. Ja, all right. Jetzt hat er gerade gestoppt. Jetzt. Da kommt er, der kleine Bär. Das ist sie. Ja. Jetzt ist
Und der macht rüber in den Westen. Das haben wir doch in Leipzig gemacht. Mit dem Geschwisterpaar. Mit dem Geschwisterpaar. In Dresden, ich meine, wir sind auch in Dresden, aber nicht in dieser Woche, sondern ich glaube, weg von Hamburg und kommen in dieser Woche nach Hamburg, leider. Das ist ein sehr tiefer. Ja, das ist schön, das ist wunderbar. Ja, für mich auch. Ist aber toll, ne? Auf jeden Fall, oder? Ich meine, wie gesagt, wir Strandcafé. Ja, siehst du ja, wo, ob dann ein Karten ist. Ja. So sieht der Sieger aus. Achso, aber dann nehmen wir auch nur eins. Das ist ganz günstig. Super! Hole in one! Hast du das? Ja. Gar nicht so leicht, weil der hat da noch ein kleines Labyrinth, oder was? Ja, ja. Das muss auch. Ach so, ja, ja. Interessant. 17, das müssen wir auch sehen. Das war 16.
Oh. Du warst schon mal ein Zweiter. Du warst schon mal ein Zweiter. Drei kommen. Juhu! Scheiße. Das kann man nicht mehr. Yes, ah. Der war sehr schön. Oh. Ist aber weich. Vier. Ich zeig mal. Eins. Na ja. Der Hund. Und dann? Zwischen die Kegel kommen? Die müssen sie nicht mit einmal umwerfen, einfach. Ach so. Aber sie sollte alle drei dann irgendwann mal da niederliegen. Die sollen man umschmeißen. Das schafft ihr, ja klar. Aber da steht ihr so grob, das kleine Körbchen. Schieß doch mit Schrot, Bert. Das sieht aus wie der Osterhase, ne? Oh, das ist immer anhalten. Da muss ich auch noch mal einen machen, das ist echt ein süßes Foto. Ah, ne? Muss man immer von vorne, ne? Ja. Muss man den anderen da wegnehmen? Kann man, muss man aber nicht. Ja! So, da hast du falsch getroffen. Du musst doch den mittleren anhalten. Auf den mittleren, aber links davon. Denkt man. Genau so. Habe ich auch gemacht. Oh, schade. Fast. Zwei. Ich würde bauen hier. Der kennt mich sogar mit der Mütze. Ja. Ja. Okay. Super. Sollen wir, wir werden mir das Mikrofon übergeben. Ich denke mal, der kennt sich nicht besser aus als wir alle zusammen hier. Ja, funktioniert. Ich bin zum ersten Mal hier, fühle mich sehr wohl und bin verliebt in eine grüne Spreegurke. Ist das richtig? Alles Gute und viel Spaß zur Öffnung. Hoi, bist du ruhig? Danke. Einmal. Schönen Dank. Schönen Tag. Jo. Ja, das ist ein bisschen kalt.
Achso. Raus, links. Hat ihr euch erreicht? Nee. Die wurde bei dir auch. Rechts. Da raus und dann links. Komisch. Ja, keine Ahnung. Ja, hab ich eben an. Zum Lernen. Oh, oh. Hier ist der Tag dafür. Was denn? Hölzern, Gerhard Kolz, grausig, banaler Germanik. Nein, nochmal. Ehrlich? Also, ja. Oh, verrückt. Mach ja, aber den Holzern. Ja. Gesalz da. Da ist der Gerhard Kolz ans Herz gewachsen. Ich tue mich ein bisschen leid. Ja, gefangen! Industriespionage. Falsch geschrieben. Wackless. Ausgerüstet. Guck mal, wir haben etwas größer. Ja, ja. Ja, sehr gut. Jetzt freut er sich in zwei Frauen. Ich und Thomas. Tja, was erzählen wir Ihnen denn? Ja, ich, die Alte. Das ist Miriam. Ja, genau. Ich, die Verhinderte. Genau. Und
Genau, die zwei Tänzer dann. Genau, die verspätet und die verhindert. Jetzt musst du dich aufnehmen. Ey, super Licht, die werden gut aussehen bei dem Licht. Das ist ein tolles Licht. Licht von oben macht immer scheiß Gesicht, das macht ein tolles Gesicht. Wir sehen schon toll. Nee, das ist wirklich gut hier, das Licht ist nicht schlecht. Du musst umgekehrt filmen, du musst in den Spiegel filmen. Achso, ja, du bist schlau. So sieht's richtig super aus. Hm. Ja, was machen wir denn? Wir essen eine eingeklammerte Banane von Otto. Lecker. Machen wir noch? Trinken Wasser? Nein. Was machen wir denn? Wir unterhalten uns nur, ne? Cut. Jetzt ist es noch sehr langweilig. Eine Doku für zu Hause.
Das war ich auch schon an. Das hier bei der Kamera. Der König. Die Sieben, die ich dir gegeben habe. Und was hatte ich noch gegeben? Du könntest. Ja, das Problem ist, dass die ganzen Farben sind ja jeweils den Zehner. Ich habe die Zehner. Nein! Aber das. Ich habe die ganze Herzbildung geklaut. Ja, ja, ja. Oh, das war ein Einlauf für Thomas. Das war ohne 2. Das war ohne 1. Ohne 1, spielst du 2. 4, Bock 8 mal Kreuz. Den nächsten 9. Ja, ja, jetzt ist so gut, ganz hochfahren und dann wieder runter. Und das Auto ist nicht schon. Das gibt's nicht mehr. Müsste schon da sein. Müsste schon. Ist noch nicht da? Nee, der ist auf dem Weg. Okay. Also nehmen wir das wirklich an der Schnauze. Das können wir ja so einen Hasen für dich platt machen. Finde doch mal Thomas Tisch, da ist mehr los. Drüber gesprochen, deswegen müssen wir jetzt gerade ganz kurz drüber sprechen, weil wir spielen immer Ramsch ohne Kranghand. Achso, die spielen mit Kranghand. Ja, und die wollen mit Kranghand. Deswegen müssen wir mit Kranghand. Ja, mit Kranghand. Also Kranghand geht vor. Kranghand und dann muss aber wieder noch mal gegeben. Das wird noch mal wiederholt. Der gleiche gibt noch mal. Okay, also, du hast gekriegt bei 4. Also Kranghand geht gleich vor. Gleich, ne? So, es wird geramscht. Blödchen, das Ding versaut. Das ist scheiße. Hast du gerade vor? Das war aber der Trick. Und beim Ramsch? 10 ist hoch. 10 ist unter Rass. Ja, ja, klar. Und der letzte Stück kriegt den Skat. Das sind 15er und nimmst du einfach. Durchmarsch geht auch noch, ne? Ja, Durchmarsch geht auch. Ihr habt alle recht. Mhm. Ich warte hier schreck.
dicht. Scheiße. Das heißt, wenn du dicht machst, muss ich das gucken? Das ist letzte Runde. Echt? Jetzt müssen wir alle drei nochmal, bis auf ihn, und dann werden die Karten aufgedeckt. Genau. Oh, das soll nicht mehr wechseln. Ich schiebe. Ich schiebe auch. Und hab irgendwie jämmerliche 17 Zahlen. 20, richtig? 18. 20? Genau. Ach so, ja, und das Ding ist eingespielt, man hat auch also drei, was heißt drei Gegenstände? Ich gebe. So, Thomas, er filmt das also. Wir sehen, wie der Meister das macht. Jetzt mal deine Nasenhaare mal kurz. Seien Sie ganz locker. Schon gesehen. Ja, es zählt alles doppelt. Boys belong to boys. Ja. 18. Ich höre. Ich sag 18. Ja. 20. Ja, 20 habe ich noch. 2. Ja. 3. Da hat sich eine überreizt, das kostet richtig Strafe. Ich muss einen Schneider machen. Jetzt bitte. Null kann ich überhaupt nicht, was war jetzt? Ich habe gegeben, du kommst raus. Was spielst du, Plüsch? Null. Null gib mir Kontra. Schade, ich wollte nur Null. Komm doch erstmal raus. Nee, Null gib mir Kontra. Schnauze. Du hast noch zwei Dinger Zeit. Nee, Null ist Kontra. Mit 10 Augen kann ich, muss noch Kontra. Null ist mit Kontra. Schade. Null ist 23. 23. Box 46 von 92 kontra 184. Dankeschön. 184. Schade, dass du den hattest. Ich habe dann eher. Ich habe alles. Ah. Schade. Ja, mit Kontra? Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Bein. Nur was auf dem Bein. Für Sie noch ein Bein? Das wird jetzt ein interessantes Spiel. Lavert mit Kontra. Eine Karte weg. Du Lavert mit Kontra hier. Das ist heftig. Das ist noch nicht zu schaffen, aber wieder kommen wir durch. Du bist dran. Das Du hattest ja, ich hatte ja nicht auf Karte. Aber wenn du so lange gewartet hast, wieso Karte hast, du musst doch gewinnen, hast du ja gewartet, du musst doch. Ich hatte den blank gehabt. Ja, dann brauchst du nicht zu warten, bin ich doch hin. Wenn jeder nur warten, wir mehr denke, zwei Karten, mehr Karten. Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, ob du das Ding hattest. Ich hab doch Kreuz 7, du hast ja doch die 8, da bin ich drunter. Ist ja auch abgelegt worden. Was hast du? Er hat ja auch zwei Stiche weggelegt, ich wusste es nicht. Ich will uns zu täuschen. Kann er so irgendwann noch zum Leben. 184. Hast du das im Bild? Nee. Stell ich heute Abend ins Netz. So, die den Szene. Einen haben wir kalt gestellt. Wir sind schon fertig. Was ist los mit euch? Juhu! Gut. Ja, hat Müller wer. Der ist raus. Aber gut gespielt. Mit Plüsch habe ich Müller wer gegen ihn kontert. Ja, ja. Aber das war nicht einfach. Er musste sich erstmal frei werfen. Da musste ich Kreuz von unten. Das war alles gut. Ja, genau. Da habe ich erstmal getestet mit Caro. Ja, genau. Das war schon ein geschickes Spiel. Weil ich hatte dann Ass, hatte ich blank gehabt. Dann musste weg. Ja, das wusste ich. Aber als ich König wollte, habe ich es gerade. Ja. Kannst du nicht? Ja, ich bin schön. So, zweite Runde Start. Ja, dann hat er das die Junge. Das ist so, ja. Ja, ich Referent. Ich mache mal eine. Ich habe die Kühe. Komm mal abgeben. Was nein? Wer ist vorne? Du. Kommst du doch selber raus. Spiel schon Kram. Ich bin krank, spiel Rams. Ah, du willst Rams spielen, ne? Nein. Ja. Kann man gar nicht ansagen. Kann man gar nicht ansagen, Thomas. Ich glaube, ich kann mir noch nicht ansagen. 15. Nee, du sollst ja. 15. 18. 29, 50, 53, 58, 68. Ohne Frage. Ja, ich hab zwei Kameras im Job gefunden. Ja, du, ich hab die Asse.
gerade kein Krankenspiel. Ja, so, was soll der Scheiß? Ja, ja, ja. Im Grunde hat er verloren. Bernd, hör doch auf jetzt mit dem. Er hat schon verloren. Bernd, ich hab dir vor, ich hab nicht mit dir. Wir gucken nach und es stimmt nicht. Es ist so, wir haben ja weitergespielt bis zum Start. Ja, aber das klappt dann halt vor. Was bedeutet das? Ja, gar nichts. Tern und Federn. Klasse. Was? Tern und Federn. Was ist immer so? Einziger Vorwurf, der ist eigentlich, er hätte krank spielen müssen. Der hat sonst recht gerne so Farben und kommt raus mit beiden Buben. Selbst wenn die Buben nicht verteilt sind, spielst du Pika und bist eingekommen. Das ist doch ein Vorwurf. Du kannst mir einfach sagen, ich hab dich bedient, hast du gelogen. Du lügst einfach in aller Öffentlichkeit. Sagst du, ihr, sag, ihr habt nicht ein Herz abgebrochen. Wenn du nicht kontrollieren kannst, kannst du das darfst du nicht machen. Aber ich hab schon mal erst kontrolliert. Zeig mich verschluckt. Bin ich hier? Willst du dein Handy haben? Nein. Nein, sauber. Okay, aber das schief. Oh, so, was spielen wir? Spielen wir. Nathalie, willst du was probieren? Schmeckt eklig. Das ist bestimmt kein Schmeckt ja mal. Irgendwie schmeckt auch nicht so. Okay. Probier mal. Ich weiß nicht, ob es süß. Scheiße. Was ist hier? Der erste Platz des Skat-Turniers der Rundgermania noch 2004 geht an Herrn Balkes. Die Rollen sind wieder so verteilt wie eben. Also. Zweiter Platz geht an Herrn Eilert. Recht. 25 Euro. In Hartgeld. Scheiße. Na ja. Ein treuerliches Lächeln kann ich hier. Also meinen Preis möchte ich gerne stiften für die Buskasse. Oh. Für die Gemeinschaftskasse. Yeah. Nur das Handgeld. Ja, hier. 15 Euro. Martin, komm her, lass uns mal drüber. Herzlichen Glückwunsch. Martin, du bist wieder richtig von deinem. Hallo. Bist du auch ein Geschäftsmann?
kommt auch eine Kammer rein, die eigentlich auch mitnehmen kann. Schau, die Würzburg. Ja. Aber gut, Würzburg ist mir nicht genutzt. Das Wunder von Länge, gell? Und doch ist das möglich, und das ist nicht möglich. Was sollen die Leute von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ollerling, 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 ollerling. Sieben kleine Optimanten haben ein Gewächse, das eine Optimanten war. Da war es nur noch. Sechs kleine Optimanten zeigt die kleine Strunde. Vier kleine Motivante kochten richtig frei.
Wenn ich schon eine Tänzerin habe für Ingolstadt in der Saturnhalle, dann muss es die beste Tänzerin sein, die beste Spitzentänzerin. Ich habe in allen Opernhäusern besucht in Deutschland und ich habe die beste Spitzentänzerin gefunden und ich habe sie gleich engagiert. Leider hat sie abgesagt und dafür ist sie da, Nadja Schulinski. Nadja Schurinski kommt aus Russland, sie versteht mich leider nicht. Nadja Schurinski kommt aus Russland und aus der Stadt, das weiß ich gar nicht. Aus welcher Stadt? Aus welcher Stadt? Kommen Sie, aus welcher? Hallo? Hallo? Stadt? Aus welcher Stadt? Woher? Stadt? Mhm. Ich bin in Malik-Borodje. Ich bin in Malik-Borodje, die ich nicht weiß. Ach so. Sie kommt aus Omsk. Und da muss ich auch wieder hin, jetzt zuvor, und die Nacht muss nach Omsk, da wollen sie sich länger aufhalten und möchten uns jetzt von dir verabschieden. Und dann war das, ich habe immer ein Wörterbuch dabei. Ach so. Dorsi Dania dabei. Leidet ständig unter größten Wahn und Kampf. Eins, zwei,
Englischkurs. Es wäre besser, wenn ihr euch neben die Z143 stellt, rechts daneben. Ja. Da habt ihr dann, ihr könnt sie auch hinterschieben, wenn es geht. Ja. Da sind ein paar Leute, da könnt ihr die noch festmachen. Also das kann ich mir geben. Das gibt es ja. Ja, super. Oh, nee, stimmt. Das ist doch schön. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Dein Lehrer? Was? Dein Fluglehrer? Ja, das ist mein Fluglehrer. Keiner wird. Ich wusste es allerdings auch nicht. Das ist doch so. Das glaubt dir kein Mensch, ne?
vor allen Dingen, das war ja so, weißt du, wer das eingefädelt hat eigentlich? Ditsche? Ja, hier, genau. Er sagte, ich habe da ein Problem und so. Sag ich, also kein Problem, weil wir liegen ja zwischen Altenburg und Mönchengladbach so in der Mitte. Ne? Deswegen ist es egal, wenn ich nicht von Norden her sehe, kommt in Norden. Wo seid ihr denn? Mach aber rein. Hier, bitte auch. Ja. Habt ihr mal vergrößert? Noch nicht. Aber gehst du noch runter? Ja, bitte. Kann ich vielleicht kommen? Ja. Nö. Der hat mich selbst wahrscheinlich erkannt. Das ist der Ohr. Nee, ich hab ihn ja heute mal mitgenommen. Wegen dir. Nee, der hat mich nicht erkannt. Du, der Ole fliegt auch inzwischen alles, du. Der fliegt den großen Hubschrauber und... Eurocopter, was ist das denn? Ja, ne, Dauphin. Dauphin, ja. Dauphin, habt ihr ja die große Dauphin. Wir haben ja seit anderthalb... Leise. Die erfahrensten Flieger, die gehen bei mir mit. Wir haben alle schon geflogen. Das ist der sechste Schwarzer in der Fahrt. Auf diesem Schwarzer Kante vorne, wenn wir in Eisgebiete kommen, von den Eisloch, wenn wir in Eisloch gerade als geöffnete Kante, das wird sie wieder auftrieben. Kriegt dann einen Block. Euer Fahrer ist leider nicht da.
Weil Thomas ist ins falsche Greifrad gefahren. Ich glaube, das ist witzig. Das war immer der Schild. Wie geht's dir denn? Da habe ich mich gefreut. Wie ist halt euer Kampf? Wir sind bei 20 Grad los. Und habe eine gar unrühmliche Vergangenheit. Das Paar sagte die Wahrheit nur zögerlich und unter Zwang. Jetzt zum ersten Mal auch zu Fernsehreporter. Jeder war plötzlich ein Experte, was mich betrifft. Alle wussten, was ich angeblich getan hatte und was nicht. Das war sehr peinlich. Das war, als fliege ein Orkan über mich hinweg. Wir haben einen Fehler gemacht, als wir nicht alles sagten. Es gab großen Aufruhr und es ist beschämend, dass die Dinge sich so entwickelten. Ein Reporter hatte die Geschichte aufgedeckt. Er war auf der Spur des holländischen Maklerbosses Klaas Rülfmar und interviewte dessen ehemaligen Leibwächter. Der Mann lieferte brisante Informationen, die die Holländer aufbrachten und das Königshaus erschütterten. Sie hat bei Klaas geschlafen, mit ihm gestern. Er sei immer noch. Ich wollte gar nicht so richtig spielen und dann finde ich im Skat Kreuz 7 und Kreuz 8. Und die hatte ich gar nicht vorher. Warum reizt du? Du musst ja nicht. Ich muss nicht, aber bei 5 Trümpfen reizt. Ja, hast du verloren. Eben. Ja, mach doch. Das ist doch nicht schlimm. Das ist schlimm. Das ist Zahl. Einfach. Mit 1 spielt 3 verloren, 4 Bock, 8 kontra 16 einfach. 16 mal Herz, 160. 16 sind ja schon mal 300 einfach. Das ist nicht schlimm. Du gibst, Thomas. Dem ist Geld zu verlieren, oder? Das ist ich vorher gewonnen. Lieber gleich. Was? So, wie gewonnen wird es? Die Vorteile, wenn man groß ist. Hallo.
Ja, danke schön. Sag schönen Dank. Ich krieg diese Jacke. Trittchen, mach mich fahren. Kleines Mädchen mit der roten Weste. Hat alle Lippen, verteilt die kleinen Zettel. Genauso aus wie vom Morgen. Und der Kerl. Wie war das Lied? Schönes Lied. Wie fandest du das? Dankeschön. Das ist Oberteil, ich kann kaum atmen. Was brauch ich von den Rosen?
sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter. Doch nicht für Geld, mein schönster Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter. Dann bin ich froh, mehr brauche ich nicht, das sag ich laut und frag euch leise, nun mal im Ernst, glaubt ihr das echt? Ihr habt ne Meise. Dankeschön, Lippold, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Glaube ich nicht. Kann nicht sein. Ein Augenzeuge hat es berichtet, aber das stimmt. Es ist nicht euer Ernst. Allerdings war der Augenzeuge blind. 4-0. Nein. Nee, 4-0 ist der Deutschland verloren haben. Hat der passiert. Backe. Das ist bitter. Bitte gehen Sie da nach vorne. Hier können Sie jetzt nicht sein. Für dich? Ist für mich was für dich auch schön? Schön. Das zweite Mal von vorne, du, nach 150 Shows. Ich stehe schon auf. Otto ist super. Was sehe ich?
Ich glaube, das ist genau das. Ich gerne. Das muss man. Wir haben schon einen Teller weg. Aus der Küche. Ja, dann nehmen wir die Backpflaume. Ich bitte dich, das, wenn das nicht machst, weiß ich nicht. Tim ist beim Abendmahl auch. Ein kleiner Gruß aus der Kirche. Ich würde jetzt mal eine Oblate probieren. Der Gruß aus der Küche. Solche mache ich am liebsten solche kleine Häppchen. Bestimmt. Die sind super, da musst du immer Spanisch essen gehen. Ja. Spannklein, muss ich auch mal sagen. Das ist also der vegetarische Gruß aus der Küche. Also, Thomas wollte dir kurz sprechen. Ja. Alles Gute und gute Fahrt. Fahr vorsichtig, okay? Hast du es gefilmt? Ja. Hallo, hallo. Exemplar. Jetzt darfst du es essen. Okay. Oui, hast du gesehen? Hab ich gesehen. Haben Sie aber abgezählt, nicht? Ja, das dachte ich nur. Da will ich guten Appetit, Freunde. Guten Appetit. Ach, und Thomas, ist das? Ja, aber auch mehr. Nein, das ist Milchlamm. Das mache ich am liebsten. Das ist ein Preis. Rhabarber-Variation mit einem Tonkabohnen-Eis. Oh, wo ist die Tonkabohne? Was ist Tonkabohne? Da drin, hier. Achso, ich dachte da unten. Das kommt, das kommt, das kommt. Filme mal. Oh, ich krieg auch was. Filme mal. Thomas. Ja. Was ist das denn schön? Filme das bitte mal. Wie heißt das denn? Ein Wackelpudding. Sieht aber ganz toll aus. Ja. Ganz auch. Ja, ganz toll. Was hast du? Ach, das ist überbackene Feige. Die Feige sieht wirklich gut aus. Chianti Wein, er liebt uns alle. Paparazzi überall. Oh, jetzt habe ich gerade 10 Minuten. Nach der Band. Ja, die sind so süß alle. Die Band ist total süß, die sind alle total süß. Und genau hier waren wir mit der Band und hatten eine ganz schreckliche Vorstellung. Und die haben wir gesoffen. Du musst das aufnehmen, das muss ich Ihnen jetzt zeigen. Die haben wir gesoffen. Jetzt gehe ich trinken. Oh. Adieu. So, unsere letzte Spielstätte.
Groß Nightshot. Auf der 8, das ist der Timecode, der da läuft, ne? Ja. Thank you.
Moskauer Anzug mitfahren? Moskauer Anzug. Moskauer Anzug. Ja. Sehr schön, ja. Genau, ja. Komm mal, tuck näher, bleib. Yes. Ich muss auf das Pieps warten, das war schon der erste. Geht sofort weiter. Jo. Sekunde. Ja. Ich glaube, wir machen kurz ein paar ohne Fahne. Ohne Fahne. Und dann aber sofort mit. Sekunde. Yes. Okay. Gut, noch für eine Sekunde. Okay, yes. Okay, wunderbar. Jetzt mit den Fahnen, was immer du da tust. Muss du wahrscheinlich größer sein, ne? Ja, ich muss einen halben Meter zurück. Mach nochmal so eine große, genau, perfekt, ja. Tada, yes, sehr schön. Gut, Sekunde, Film. Ach, da ist ja nichts drauf auf den Dingern. Perfekt, sehr schön, ja. Nochmal so eine Ballerina, bleib, Sekunde. Halt. Ah, da bist du nicht mehr im Licht. Okay, bleib, Sekunde. Ja, wunderbar. Okay, den haben wir auch. Was kommt nach der Fahne? Ja, das intime Gespräch. Sehnsucht. Überraschung. Okay, wer ist da bei dem Ding getrennt? Okay, was haben wir dann? Jetzt gehen wir zu der gemütlichen Ecke. Also kriegt man die auf halbe Leistung? Die du jetzt gerade voll aufgerissen hast? Ja. Okay. Nimm mal ein Späßchen hier drin. Okay. Ich komme mal einen Tuck näher. Bitte. Ja, gleich noch ein bitte. Ja. Yes, gut. Stunden später, ja. Okay. Der Helden Epos, yes, sehr schön, bleibt, ja. Ja, da weißt du langsam, ja. Okay. Gut, haben wir auch. Sehr schön, perfekt, ja. Achso, ich muss auf das Piepen warten. Schneller kann ich nicht. Okay, ja. Yes. Da komme ich noch einen Tocken her. Das Paulin Klose.
bleib, Sekunde. Schönes Licht. Halt, noch mal einen Film. Noch nicht weglaufen. Und lieber das Schlagzeug stellen. Ja. Gut, danke. Ja, perfekt, bleib. Raus bitte, danke. Yes, sehr schön. Hier hat nichts gebürzt. Doch, hat gebürzt. Okay, ja. Gut, sehr schön, ja. Wunderbar. Was? Halt einmal das rein. Genau, einmal Ghetto Blaster. Naja, hören. Genau. Ja. Da musst du Dinge mit dem Tele machen, ne? Ja, sowieso. Okay. Halt, Sekunde. Der eben war noch dieser Dings dahin. Genau. Kannst du den anlassen oder geht er alleine an und aus? Ach, der blinkt. Okay. Leuchtturm. Ist ein Leuchtturm, ja. Okay, passt schon. Lieber die Hauptseher. Okay, das ist der Tisch. Das kannst du noch. Rainer, machen wir wieder in der Mitte. Bist du dran? Nee. Sekunde. Moment, Rainer ist noch nicht so weit. Rainer? Gut. Ein paar de deux. Ich muss auch ein Stück zurück. Okay. Mein Traumpaar. So. Sehr schön. Halt. Sehr schön. Du bist mit nur gerade schon gekuschelt vor der Solette. Hast du? Moment. Nee, nochmal zwei Rollen. I'm ready? Ja. Okay. Und dann haben wir noch so eine Seite hier. Geht ihn nochmal ein bisschen mehr in die Mitte, bitte. Ja. Ja, genau. Nochmal so ein paar gepostet, die ganz am Anfang. Die waren sehr schön. Ja, genau, sehr schön. Ne? Arabesk. Wunderbar, gleich noch einer. Otto, hoch das Bein. So, fertig. Lass mich noch mal. Komm, eine Rolle. Ein Film noch, 10 Stück, dann bist du erlöst. Ja, genau. Wir brauchen eins, musst du noch aufbewahren. Wieso? Fossi will zum Fischmann. Okay. Wieder noch einmal auf die Knie für ihr. Genau. Ja.
Gut, Fossi, jetzt komm du. Fossi! Danke, Otto. Was machen wir jetzt? Soundcheck. Thomas, guck ja. Guck mal, zu den Gitarren einstellen, wenn die hier. Das ist für. Oh! Yes! Halt, gleich weiter, weiter, weiter. Jetzt wird der Film voll gemacht. Oh, Otto, komm mal mit rein, komm mal mit rein, genau. Hinten nochmal hoch. Hinten nochmal hoch und Otto, du schaust einfach völlig entgeistert. Nochmal hoch, wenn du das Fisch von. Genau. Nochmal komm ich. Nein! Das ist ja viel so. Komm, Thomas, komm, wir brauchen einen Sound, du. Danke. Also, okay. Nein, mein Angehör. Nein, die Griechen angehört. Das war ein Druck, wahnsinnig gut. Gleich, gleich letztes. Ich rief mich an, wenn der kommt. Hallo. Wollte ich mal hier rausholen. Sehr gut funktioniert. Das wurde zuletzt so nicht wie jetzt, dass ich fast nach Hause gehen möchte. Das haben wir so perfektioniert. Diese Fotografen haben vorher mich gerade ein bisschen gelernt, das bringt so raus. Weißt du, wir haben das so schön koordiniert, dass wir so stehen. Das hat er so ein bisschen hingekriegt, aber das war nicht so mein Ding. Also, ich möchte mal euch ganz herzlich bei euch bedanken, das war eine tolle Zusammenarbeit. Es gab nicht sagen, wie böse, habe ich leider den ersten gemacht. Yes! Das ist für die Hilfe. Wir sind bereit. Wo ist die Gitarre? Und ihr seid jederzeit zu Hamburg einladen. Wenn ihr in Hamburg seid, kommt zu mir, kriegt alle mal die Ruhe. Dann muss ich die Illuminate holen. Und Kombi hinten drin, wahrscheinlich. Osterfeuer. Ja, genau, Osterfeuer können immer zu. Kombi ist die? Normal wäre sie im Kombi, wenn du sie da nicht rausgenommen hast. Ich würde das Jackie sagen, die Frühjahrsposter so legen, dass wir Osterfeuer in Hamburg sind. Ja, klar. Ja, genau. Das sind die Geschenke von Jackie, sorgfältig ausgesucht, verpackt und orientiert und koordiniert. Ich jetzt auch ganz toll. Und jedes Geschenk hat einen Wert von 1750 Euro. Wenn es ein Giebel besteigert, dann würde ich glaube ich auch kommen auf 3,5. Das können ja also, das wird nicht gut. Also, das haben wir ausprobiert. Ja, ich würde auch gerne mich einfach bei euch allen bedanken für eine ganz tolle Tour. Ich muss sagen, es ist selten, dass man bei so einer Tournee so eine Familie wird, wie wir es hier sind. Es gibt immer irgendwie normalerweise Streit zwischen irgendeinem oder man kommt nicht zurecht oder es, der eine springt nicht für den anderen ein oder der hat keinen Bock auf den und der hat keinen Bock auf den. Und das Einzige, was hier Problem ist, ist, bevor sie immer beim Skat gewinnt. Aber ansonsten, wirklich vielen, vielen Dank und wir freuen uns jetzt schon auf den Herbst. Eigentlich schade, dass es heute vorbei ist. Wir können eigentlich bis zum Herbst weitermachen. Hörst du mal, Solo? Aber Herz oder wollt nicht. Herz oder wollt nicht. Wieder mal ein vorbei. Aber wir wollen uns jetzt nicht eine lange Rede lassen. Das machen wir auch mit der Kürze. Danke. Okay, warte. Wir können ja auf jeden Namen keinen reinmachen, dann haben wir es auch zur Hälfte weil damit wir nicht Namenanzeige oder lass uns. Ja. Es geht los. Wer findet jede Halle ganz okay? Fossi! Wer spult die Bände vor und nie zurück? Zurück! Thomas Cook! Thomas Cook! Danke! Wer zieht nicht nur den Vorhang auf und zu? Martin Lu. Martin Lu. Aha, gut. Wer schreit laut lauter, bis er heiser ist? Rainer List. Und wer drückt den Kopf an seine kleine Tisch? Unser Tisch. Das ist schwierig. Das war
Ich bitte. Wer kommt aus Omsk und muss schnell wieder hin? Dynamit! Wer schießt den Weg frei und zwar ganz zurecht? Peter Wecht! Jetzt kommt. Wer bringt ballongemäß die falsche Tit? Thomas Wecht! Wer bucht Hotels im letzten Augenblick? Dominik, wo ist der? Wer schwenkt den Spott bis zur Toilette mit? Thomas Witt. Wer ist rein farblich schon phänomenal? Andi Paar. Also, wer ist am Anfang und am Schluss dabei? Manfred Geil! Wer richtet gern zu spät die Kamera ein? Martin Schwein! Wer macht aus Pellkartoffeln feinste Pommes? Unser Tom! Wer macht den Harzer Honig süß komplett? Honig süß. Komm. Oh, nochmal. Wer macht den Harzer Honig süß komplett? Jana Ed. Wer liefert Jokes frisch aus dem Internet? Jackie Jet. Schweinig, Salami. Wer denkt sich bei der ganzen Show sein Teil? Der Bernd Eil. Jetzt kommt. Wer thront gottähnlich über unserem Berg? Ist nicht da. Hopperberg. Okay, super, danke. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, schön. Ja, schön. Ja, guck mal, sieht ganz cool aus. Ja. Das hat hier sein Vers dazu mit der Originalzeigung. Ich hoffe, es ist ein Oh, warte. Ich bin immer gewöhnt. Sehr schön, guck mal. Super. 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 Auch mit der Kamura. Auch mit der Kamura. Was? Ja, danke schön. Mach mal. Sehr schön. Zeig mal dein. Sag mal. Ist ja auch süß. Thomas. Das spiegelt. Oh. Jetzt besser. Thomas, sag mal. Das ist ja auch geil. Das ist gut, ja. Guck mal, Peter, weg. Der dunkle Elefant. Ganz toll, danke. Vielen Dank. Zeit. Aussehen und nicht einpacken. Und die Leine. Ganz, ganz vorne hin. Das ist geil. Weil ich gerne Spaß haben möchte. Haben Sie zu Hause keinen Spaß? Was ist Ihr Mann? Ja, gut, dann kann ich Sie verstehen. Warum sind Sie hier heute Abend? Wie möchten Sie sehen? Sie. Ja, dann haben Sie mich ja gesehen, nach dem Platz 3. Also, ist die Lust. Frank Sinatra hat mal gesagt, ich übernehme den Fremdwort für höchste Chemie der Welt in the world. Und das ist ein großes Kompliment, oder?
Der, ich habe ihm das gesagt. Nee, warte, ich habe es ihm geschrieben, aber er hat geantwortet. Das ist okay. Also, Hochheim und Höchst. Engagierte ihn vom Fleck weg und nahm ihn sofort unter Vertrag. Vielleicht hätte sie sich doch nicht so in die erste Reihe drängen sollen.